Hi Leute, da bin ich mal wieder. Ich bin der Oliver und heute möchte ich euch zeigen, wie man mit Photoshop Blut malt bzw. konstruiert. Ich habe hier vor ein paar Tagen ein uraltes Composing von mir ausgegraben und dann kam mir die Idee, einfach mal ja, ein Tutorial zu machen, in dem ich meinen Workflow vorstelle, wie man dieses Blut erstellt. Damals war ich noch Anfänger gewesen, das ist auch gar nicht so schwer. Ich würde mal sagen, das ist so. Das geht so an der Grenze von Anfänger zu Fortgeschritten. Man muss hier nur einen Digitalstift haben und ein bisschen Geduld. Ich habe damals so drei, vier Anläufe gebraucht, bis es wirklich gut ausgesehen hat. Wer hier Spaß dran hat, dürfte relativ schnell zu einem guten Ergebnis kommen. Wenn ihr was lernt an dem Video, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen Daumen hoch gebt. Wenn ihr mir einen Kommentar unter das Video schreibt, dann verspreche ich euch, werde ich auch zurückkommentieren. Okay, ich gehe jetzt hier an den Rechner. Und dann zeige ich euch mal, wie man das macht mit dem Blut. Jetzt habe ich hier das Bild völlig unbearbeitet und fange jetzt an, mit dem Lasso hier eine Auswahl aufzuziehen, dass später das Blut werden soll. Ich achte hier dabei, dass ich hier Erhebungen habe und Vertiefungen. Und dementsprechend werde ich meine Auswahl jetzt hier einfach mal anlegen. Ich weise hier einfach mal so lang. Und tüftel mir jetzt hier was zurecht. So, mach zu. Der nächste Schritt ist jetzt der mit Steuerung, Shift und R, die Kante zu verbessern. Die mache ich jetzt hier ein bisschen rund, damit dieses Gezackte verschwindet. Die Kante mache ich auch ein bisschen weich. 5 bis 8, je nachdem, wie die Auflösung ist. Okay, jetzt lege ich mir eine neue Ebene an. Hier am Abreißblock werde jetzt diese Fläche füllen und zwar mit neutralem Grau. Neutrales Grau bedeutet, ich kann jetzt hier mit Abwedler und Nachbelichter meine Tiefen und Lichter reinmalen. Also das ist jetzt in der Mitte quasi, das sind die Mitteltöne hier, das Grau. Und ich male jetzt hier die Lichter und die Tiefen hier mit dem Abwedler und Nachbelichter rein. Mit Steuerung und H kann ich die Auswahl jetzt mal unsichtbar machen, damit die mich nicht stört an der Kante, dass ich jetzt alles besser begutachten kann. Mit O hole ich mir jetzt den Nachbelichter, nehme die Belichtung ganz moderat bei 5-6%, die Pinselspitze mache ich weich und jetzt kann ich hier einfach mal so reinmalen. Ich gehe ein bisschen zurück. Mit H kann ich jetzt hier meine Leinwand drehen, wieder mit O zum Nachbelichter, die Pinselspitze wieder ein bisschen größer, wie es mir gerade passt. Und jetzt male ich hier einfach mal noch ein bisschen weniger Deckkraft, Belichtung besser gesagt. Okay, jetzt noch ein bisschen mehr. Am 10er Block kann ich hier auch einstellen. Ne, war zu viel, da waren 60 gewesen. 0,6 muss ich eingeben bei dem 10er Block. Und jetzt kann ich hier ganz wunderbar aus diesem, ja, zweidimensionalen grauen Fleck hier versuchen, eine dreidimensionale Geschichte reinzumalen, dass das wie ein Schlauch aussieht. Okay. Jetzt nehme ich mal den Abwedler mit O. Belichtung ebenfalls runter auf die Mitteltöne und jetzt male ich mal hier ein bisschen Licht rein. Oh, ich lasse mich da einfach hier so ein bisschen treiben. Okay. Wieder O für den Nachbelichter. Hier an den Knickpunkten, da kann man ruhig ein bisschen dunkler gehen. Genauso wie hier auch. Nochmal ein O. Und mal jetzt hier mit dem Abwedler wieder ein bisschen mehr Licht rein. Jetzt zoome ich mal ein bisschen näher ran. Nochmal die Nachbelichter geholt, die Pinselspitze verkleinert. Und jetzt kann ich hier also ganz gemütlich mein dreidimensionales plastisches Blutgerüst hier erstellen. Okay, nochmal den Abwedler. Jetzt male ich hier noch ein bisschen mehr Licht rein. Hier ist eine kleine Stelle. Hier wähle ich mir eine kleine Stelle hin. Hier vorne an der Seite. Hier unten. Oh, hier noch ein bisschen rein.
Nochmal den Nachbelichter für am Rand. Wieder den Abwidler. Okay. Gut, mit Escape kann ich mir das Ganze wieder zurückholen hier. Die Leinwand wieder ausrichten. Ja, jetzt muss ich das Ganze färben. Dazu nehme ich jetzt mit Steuerung und U hier die Farbtonsättigung. Rot ist jetzt voreingestellt, wenn ich färben nehme. Jetzt kann ich hier mit der Sättigung und der Helligkeit rumexperimentieren. Ich nehme mal ein bisschen dunkler. Die ganze Kunst ist jetzt das, hier genau die richtige Farbe zu wählen. Mein Monitor ist farbecht und das macht schon mal viel aus. Aber man muss auch die richtige Helligkeit jetzt hier erwischen. Und die richtige Sättigung. Okay, so lasse ich es mal jetzt. Gut. Jetzt gehe ich hin, mache mir nochmal eine leere Ebene, da habe ich einen Shortcut für. Und jetzt male ich hier mit weißer Farbe. Die Auswahl ist übrigens immer noch eingeschaltet, da müsst ihr aufpassen, mit STRG und H kann ich die wieder einschalten. Wenn ihr das vergesst, dass ihr die Ebene dass ihr die Kante ausgeschaltet habt, kann das später Schwierigkeiten machen, weil ihr wisst nicht, verdammt, warum kann ich das hier nicht in diesem Bereich malen? Ja klar, ihr könnt nur innerhalb der Auswahl malen. Deswegen auf unbedingt daran denken, dass ihr mit STRG und H die Auswahl ausgeschaltet habt. Jetzt nehme ich den Pinsel und male jetzt hier ein bisschen Licht rein. So, Zeichenstiftdruck. Abstand 0, damit ich diese gezackten Kanten nicht habe. Also 0 ist hier auf jeden Fall, also 1% ist perfekt, weil ich habe dann keine geriffelte Kante an der Linie. Wenn ich jetzt hier eine Linie male, ist das einfach nur eine Linie. Gut, ich nehme jetzt hier natürlich den Pinsel und nicht den Mischpinsel und male jetzt hier mal experimentell meine Glanzpunkte rein. Bisschen kleiner. Okay. Ich male jetzt hier rein, bisschen dicker. Hier habe ich noch ein bisschen mehr Licht. Hier vielleicht. Okay. Gut. Jetzt gehe ich als nächstes hin und werde mit dem Wischfinger das Ganze ein bisschen verschmelzen, quasi wie mit dem Käse im Backofen. Werde ich jetzt hier von innen nach außen, Entschuldigung, hier die Glanzpunkte mit meinem Wischfinger hier etwas verschmelzen. Ja, ebenfalls. Nee, Moment, nochmal zurückgehen, zwei Schritte. Okay, hier gehen wir hier so rüber. Okidoki. Escape. Z. Jetzt nehme ich nochmal den Abwedler. Ich kann die mal beide verschmelzen hier. Mit O. Und male jetzt hier nochmal drüber. Ich habe gerade die Belichtung ein bisschen erhöht. Ah ja, okay. Gut. Escape. Jetzt sieht das Ganze schon ziemlich bubbelig aus. Ich werde jetzt nochmal die Tiefen hier ein bisschen korrigieren, indem ich hier
Also die Auswahlkarte ist immer noch aktiv, da muss man dran denken, wie gesagt. Da bin ich auch selbst schon ein paar Mal auf den Leim gegangen. Dachte, ich hätte einen Photoshop-Bug gefunden, aber dabei, oder ich müsste Photoshop neu starten, dabei war die Auswahl noch eingeschaltet. Okay. Ich gehe nochmal mit weißer Farbe hier rein. Hier fehlt mir noch ein bisschen was. Wischfinger. Genau. Was ich jetzt gerne noch mache, mit Shift, Apfel oder Steuerung und X hier in den verflüssigen Dialog. Und jetzt mache ich hier nochmal, jetzt modelliere ich das Ganze nochmal eine Runde, indem ich das hier nochmal so ein bisschen tropfenförmiger mache. So. Das ist jetzt quasi so ein bisschen Feinschliff. Okay, hier genauso. Hier an der Stelle, das habe ich vorhin schon angedeutet, weil ich die Auswahl gezeichnet habe. Und vielleicht noch ein bisschen kleiner. So, dann kann ich hier auch noch mal dran ziehen. Noch ein bisschen größer. Pinseldruck. Ich mache das gerade mit der Maus hier. Weiß der Geier warum. So. Bestätige das mal. Jawohl, und jetzt sieht das aus nach einer Flüssigkeit auf jeden Fall und auch nach Blut. Was jetzt so vielleicht noch fehlt, wäre ein Schatten. Ich könnte jetzt natürlich noch eine Ebene anlegen und darunter noch einen Schatten malen. Ich versuche mal hier den Schlagschatten zu nehmen. Gehe auf 12 Uhr und ich kann auch hier reinfassen direkt. So. Abstand natürlich gering. Überfülle das Ganze leicht. Und dann habe ich auch hier einen Schatten. Wie gesagt, man könnte auch jetzt eine Ebene anlegen und hier unten nochmal einen Schatten drunter machen. Aber das lasse ich jetzt mal so. Ja, so einfach ist es, Blut zu malen. Natürlich gibt es noch jede Menge Variationen davon. Das ist jetzt nur mein Workflow gewesen, hier für dieses Compositing. Und wie schon im Intro gesagt, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr was gelernt habt, einfach abonnieren und Daumen hoch. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss!